Hallo all ihr zahlreichen Zuschauer bei meiner Jahresdecke, die ihr neugierig darauf wartet und starrt, wahrscheinlich darauf wartet, dass ich versage und nicht 365 Tage durchhalte. Ja, ich bin gerade an Tag, was haben wir heute? Heute haben wir 31. Ich bin gerade an Tag 30 dran, tatsächlich gestern. Ich bin ganz stolz auf mich, weil ich teilweise schon 7 Tage hinterherhing. Ich bin auch leider nicht schneller geworden. Eine Reihe dauert ungefähr eine halbe Stunde. Aber manchmal schaffe ich es dann doch, 2 Reihen am Tag zu häkeln und dann geht es auch wieder. Ja, hier sind wir also wieder. Und ich weiß, dass viele von euch hier sitzen und gespannt darauf warten. Ich mache gerade die Reihe mal fertig, weil ich euch mal zeigen wollte, wie viel Platz ich hinten dann noch habe. Und dass das mit der 1,20 Meter Nadel und der 2,10 Meter Decke ganz gut funktioniert. Hätte man 0 Grad, oder? Nee, war Wärme. Wie viel denn? Wärme 1, ne? 2, glaube ich. Okay, 2 Grad. Das kostet 5. Nee, ich meine, dass ich das 0 Grad waren. Nein, es war mehr als 0, ganz sicher. Mir war so, als wenn ich noch eine Farbe wechseln müsste, dass ich mir das überlegt hatte. Nein, es war wärmer als 0. Ich habe mich noch nie so angeregt mit meinem Mann über das Wetter unterhalten. Wuhu, geschafft. So sieht das Ganze aus, wenn ich dann die Reihe durch habe. Ich lasse das hier oben auch so gebanscht, weil das dann, also so komprimiert, weil das dann auch viel einfacher ist, dann einfach zurück zu häkeln. Dann geht es tatsächlich ein bisschen schneller. Ich habe den Monat vollendet. So, gucken wir uns erstmal das Ergebnis an bis hierher. Was ihr auf jeden Fall seht, ist, dass sich das Ganze rollt wie Hulle. Ich habe eigentlich immer nur einen Schlauch und weiß immer gar nicht, wie groß die Decke eigentlich schon wirklich ist. So sieht die Decke jetzt aus. Dass die sich rollt, ist überhaupt nicht schlimm, weil am Ende kommt so ein Rahmen drumrum und dann hat sich das schon wieder erledigt mit dem Rollen. Okay, hier zeige ich euch das Ergebnis von diesem Monat. Und da seht ihr auch schon etwas, was mir an Tag 7 eingefallen ist, spontan. Nee, ganz spontan nicht. Also erstmal hier, was ihr seht, ist, dass da ein Glitzerfaden mitläuft. Und zwar habe ich auf Instagram unter dem Hashtag Jahresdecke oder Jahresdecke 2019 nachgeguckt. Und da habe ich eine, also noch andere Häkler, es gibt einige, die das gerade im Moment machen, gefunden. Und die hat immer nicht nur nach der Temperatur eine andere Farbe, sondern auch nach dem Wetter, wie es ist. Also ob Sonne scheint, ob es neblig ist, ob Schnee oder Regen ist. Häkelt sie ein anderes Muster. Also was weiß ich, wenn Schnee ist, häkelt sie Büschelmaschen oder so. Und das hat mich dazu inspiriert, dass ich auch Regen anders darstelle. Und ihr seht, hier hat es viel geregnet. Ich habe einen Beilauffaden gekauft und es musste dieser sein. Es ist ein irisierender Beilauffaden, den ich in einem Bobble schon verarbeite, den ich bei Bobble Maniacs gekauft habe. Verlinke ich euch unten drin in der Box. Da könnt ihr es dann sehen. Die hat für mich diesen Beilauffaden extra reingestellt. Und zwar, ich zeige euch das. Das ist witzig. Das ist eigentlich ein Riesenkone, mit dem man halt Bobble herstellen kann. Aber sieht der nicht ein Hammer aus? Und das Schöne ist halt, dadurch, dass er irisierend ist, nimmt er quasi die Farbe an von der Farbe, die man gerade häkelt. Oh, ich kann mich nicht satt sehen daran. Das dürfte eigentlich ausreichen für die ganze Decke, nehme ich mal an. Der hat jetzt 22 Euro gekostet. Das sind 500 Gramm. I'm so in love. Wie ist es sonst so gegangen beim Häkeln? Ja, erstaunlicherweise habe ich tatsächlich auch mal Maschen verloren. Habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Hier, gleich am Anfang sieht man es. Da. Man kann ja eigentlich schön die Maschenreihen sehen, ne? Immer runter. Und dann seht ihr da plötzlich, hier passiert was, verschwindet eine. Nachdem mir das dann aber aufgefallen ist, habe ich einfach hier oben einfach wieder eine dazu genommen. Und zwar nehme ich die, das ist ja das Stäbchen, in was ich einpieke. Und um eine zuzunehmen, nehme ich mir einfach hier oben aus dem Faden. Da hole ich mir nochmal eine Masche raus. Und dann habe ich eine reingesetzt.
Ich habe auch hier hinten irgendwo mittendrin mal eine verloren. Werden aus zwei Reihen plötzlich eine? Und dann weiter oben habe ich einfach wieder eine dazugenommen. Das fällt tatsächlich nicht auf. Das sehe ich, das weiß ich, aber das fällt nicht auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein kleines bisschen schade, dass es an diesen Tagen nicht geregnet hat. Das wäre doch der Hammer gewesen, wenn da jetzt irisierend drin wäre. Aber gucken wir uns mal an, so von der Temperatur her. Farbskala, wir bewegen uns ja eigentlich die ganze Zeit nur hier. 8 Grad hatten wir nicht. Also was ich mich erinnern kann, war plus 6 Grad bis minus 2 Grad habe ich jetzt eigentlich in diesem Monat verhäkelt. Das dunkle Türkis war eigentlich immer minus 2 Grad oder minus 3 Grad. Das helle Türkis waren eigentlich immer 6 Grad, 5 bis 6 Grad. Und das Türkis waren immer so um die 2 Grad. Das wirklich, also das war das, was jetzt diesen Monat vorherrschend an Temperaturen geherrscht hat. So, weitere Überlegungen sind jetzt. Jetzt ist das Monatsende. Ich habe überlegt, ob man jetzt eine Zwischenreihe einhäkelt in Weiß oder in Schwarz oder einfach eine komplementäre Farbe, die vielleicht nicht vorkommt in der Farbskala, um zu markieren, dass jetzt Monatsende ist. Ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden, weil egal ob eine weiße, eine schwarze oder irgendeine andere farbige Linie einfach zu harsch wäre in diesem Ganzen. Ich meine, es ist jetzt ja alles in einer Farbtemperatur, alles ist jetzt türkis und ich glaube, da würde jetzt so ein Cut wäre jetzt nicht gut. Beim Häkeln habe ich hier meinen Rand markiert, dass ich nicht durcheinander komme. Alle zehn Reihen mache ich eine Nadel ran, dass ich dann im Prinzip von dieser Nadel nur noch nach oben zählen muss, falls ich mal durcheinander komme. Ich schreibe mir nach wie vor im Handy auf, welches Datum und wie das Wetter an diesem Datum war, sodass ich nacharbeiten kann. Ich habe jetzt tatsächlich auch, ich habe lange gesucht, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das wäre ganz einfach, lange gesucht, um eine Webseite zu finden, bei der man das Wetter für seine Region nochmal nachvollziehen kann. Und im Zuge der Überlegung ist mir eine Idee gekommen, also das hatte ich mir vorher schon quasi überlegt, man kann ja diese Wetterdecke nicht nur machen, mit der Temperatur am Wohnort, sondern wenn man vielleicht viel umherreist, könnte man ja einfach die Temperatur nehmen, wo man sich immer befindet. Also ich könnte mir zum Beispiel das echt spannend vorstellen für Flugbegleiter zum Beispiel, dass die sich aufschreiben, wie die Temperatur da ist, wo sie sind. Das wird sicherlich eine ganz, ganz bunte Decke. Ja. Jetzt die letzten Tage hing ich ein bisschen hinterher. Wie gesagt, das habe ich jetzt eigentlich relativ für mich erstaunlicherweise aufgeholt, weil die Kinder krank waren und ich quasi abends dann schon mit denen ins Bett gehen musste, weil Remi gar nicht alleine liegen bleiben konnte, weil der nicht richtig alleine schlafen konnte. Aber es geht vorwärts und es geht voran. Und ganz großen Druck, nein, Druck ist verkehrt, Verpflichtung bringt natürlich dieses Video, das ich mir selber gesagt habe, ich mache am Ende des Monats. Ein Video und schon alleine deswegen musste diese Decke bis jetzt fertig werden. Ich finde auch, dass ich das tunesisch mache, muss mich mal selber loben. Finde ich total geil. Voll gut. Na, dann kommentiert mal unten drunter. Gut? Voll blöd? Weitermachen oder lieber lassen? Ist ganz schön zeitraubend. Es bleiben jetzt auch einige Projekte gerade ein bisschen liegen. Aber ich denke mal, im Urlaub kann ich jetzt dann auch viel aufholen. Das heißt also, dass ich jetzt erstmal andere Sachen machen werde. Ich muss ein Dreieckstuch noch häkeln für eine Freundin. Und außerdem habe ich ein Halloween-Dreieckstuch, was wie gesagt schon seit Halloween rumliegt. Und dann geht's weiter. Nächstes Update folgt. Zwischenstand gibt's ab und zu mal bei Instagram. Also weiterhin unten drunter kommentieren, ob ihr mitmacht oder ob ihr nur guckt. Und dann denkt an den Daumen hoch, den habt ihr bestimmt in letzter Zeit öfter mal vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Mami-Vlog oder auch erst im nächsten Häkel-Video. Bis dann!